Es ist Muttertag und da möchte man der Liebe, da möchte der liebe Sohnemann seiner geliebten Mutter etwas ganz Besonderes schenken. Ob ihr ein Foto vom Söhnchen gefallen würde oder doch besser das Gemälde, die riesige Statue oder die selbstgetöpferte Vase. Auf jeden Fall macht der Nachbar wieder jede Menge Lärm und das stört Woody gewaltig. Let's see what they are made of and welcome to the next episode of Neighbors from Hell. Joe Woodwerner präsentiert böse Nachbarn in Frischanzwerk. Sorry, ich weiß, ihr wisst es, aber jetzt auch mit Dachboden, wo quasi auch sein Bett steht. Ist es nicht schön, wie er posiert? Das Problem ist, jetzt geht's mit den Tieren los und denen müssen wir uns vorbeischleichen. Staffel 2 gibt es natürlich einen anderen Running Gag. Zum Beispiel kriegt man hier auch nicht den Kühlschrank wieder auf. Der kommt jetzt schon runter. Schmarrn, vergeigt. Okay. Das war hier definitiv keine hohe Prozentzahl. Hab total vergeigt, ich muss hier oben anfangen. Beziehungsweise nachdem er töpfern will. Ja, nicht mit Boden, sondern mit diesen Tiefelaggregaten. Ich will nur so ein Vögelchen noch irgendwie aus dem Betrieb halten. Komm, Gemälde aufs Maul gekriegt. Auf ah, vom Gemälde, vom Ton. Ah, Verzeihung. Der Pflock ins Herz würde bei Vampiren ganz gut nutzen. Oh, schön. Irgendwas fehlt mir aber noch. Ah, passt sogar. Tja, der Fleckenspray auf dem Gemälde ist nicht sonderlich förderlich. Macht aber nichts. Der Nachbar ist so ein toller Maler, den stört das nicht. Richtig kunstvoll. Das ist gut von jemandem. Du hast sogar wieder 94%, gar nicht so schlecht. Die Bananenwalze. Und damit sind wir schon in Folge 2 von Staffel 2. Ein sonniger Vormittag.
So ein wunderschöner Tag lädt richtig dazu ein, sich in die Sonne, in der Sonne etwas bräunen zu lassen. Sofort nach dem Zähneputzen legt sich der Nachbar auf den Balkon. Natürlich muss bei solcher Hitze auch Susi, seine Lieblingspflanze, reichlich gegossen werden. Wieso nennt man seine Pflanze Susi? Und das bietet Woody wieder viele Möglichkeiten, den Nachbar zu ärgern. Genau 6 dieses Mal. 6 Möglichkeiten. Die müssten uns doch locker reichen, oder? Joe und Vienna präsentiert böse Nachbarn in ein sonniger Vormittag. Das Zähneputzen geht ja jetzt nur das eine Mal, bis ich ihm einen anderen Streich spiele. Ich verrate jetzt noch nicht genau was, aber es wird eklig. Versprochen. Und ich glaube, ihr könnt euch schon denken, wenn ihr den Mülleimer hier anzieht, was der Running Gag in dieser Staffel ist, oder? Ach, die Medizinstadt ist hier verschlossen, genau. Oh. Wie gesagt, die Zahnbürste braucht das so lange nicht, bis ich ihm einen anderen bestimmten Streich spiele. Honig, das ist natürlich auch toll. Oh, jetzt wieder zu Susi, hoppla. In den Schrank und warten. Weil danach geht es, glaube ich, zum Café. Ah nein, da geht es wieder hoch auf ihn. Oh Gott, das hätte ich locker hochschleichen können. Scheiße. Ja, ich spiele es zwar oft, aber halt dann auch immer beim zweiten Versuch oder so, dass ich die Levels dementsprechend beende. Jetzt geht's zum Café, okay. Dann habe ich gerade genug Zeit, um da hochzugehen und den Schlüssel für den Badezimmerschrank zu holen. Beziehungsweise die eine oder andere Präparation vorzunehmen. Preparation quasi. Die Musik ändert sich auch, wenn man schleicht. Also das ist echt nett gemacht. Und das Bett. Es wird später auch eine Folge, da schläft der Nachbar. Man kann sich trotzdem unter dem Bett verstecken. Wenn man sieht, wie der Nachbar schläft, wundert man sich über gewisse Pläne des Raumzeitkontinuums. Ganz ehrlich, ganz stark. Ja. Inventar etwas zu entstauben, kann ich mal den Hohen in die Sonnenmilch geben. Die benutzt man aber dann sowieso noch nicht. Das ist auch so eine Wenn- und Sonst-Präparation. Preparation? Boah. Ich hab's heute mit den englischen Ausdrücken, das ist ja ohne gleich. Danach macht er sich den Kaffee und dann habe ich genug Zeit. Na, habe ich nicht genug Zeit, den Rest zu präparieren. Ich brauche noch das Zeug aus dem Erste-Hilfe-Kasten. Komm schon, Woody, schneller, 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 schneller! Glück gehabt. Genau, Unkrautvertilgungsmittel. Erde mit Kaffeepulver. Soll ja der neueste Schrei sein. Ich
Ich habe schon wieder viel zu früh angefangen, vielleicht. Nein, nicht mal. Er wächt die Banane hier aus, sehr schön. Die ist doch hoch, bitte. Schneller wurde ich schneller. Genau, und wenn das nächste Mal runtergeht, geht's los. Perfekt. Mir fehlen ja auch nur noch zwei Chokes, die ich präparieren muss. Und da legt sie hin. Und jetzt scheint die Sonne auf den wunderschönen Balkon und wer sich noch erinnert, Honig und Sonnenmilch und so. Und jetzt geht er Zähne putzen, exakt. Und eigentlich sollte die Bananenschale beim Hochgehen noch erwischen. Na, Pech gehabt. Schön schwarz geputzte Zähne. Klatsch! Das muss wehtun, oder? Ja, jetzt macht sich hier nochmal einen Kaffee, genau. Ja, die Banane viel zu früh. Oh, die Zeit wird knapp. Wo habe ich das lange rumgetrödelt? Vor allem das mit der Pflanze geht sich auf keinen Fall mehr aus. Oh Gott. Achso, dass man die mich schon mal so knapp bemessen war. Verdammt. Ich glaube, da komme ich nicht mal auf das Minimum von 75% mit. Doch, das geht sich genau noch aus. Doch. Aber ich würde das mit der Blume unbedingt auch noch zeigen. Dann müssen wir die nochmal ganz schnell wiederholen und das mit Speedrun machen, das quasi. Eine schnelle Runde. Geht jetzt irgendwas Kaffee machen direkt, oder? Ja. Der geht direkt in die Küche, genau. Da muss ich doch rüber, Vollidiot. Mechse Vollidiot, Mechse großes Vollidiot. Echt so viel Zeit verschlendert gerade. Ach du Schande. Wo war ich wieder mit meinen Gedanken? Beim Kommentieren vermutlich. Wo sonst? Also das geht sich sowieso nicht aus. Blöd. Muss warten, bis es sich Kaffee machen geht. Sorry. Vor allem brauche ich noch immer den Schlüssel bezüglich der Pestizide für seine Lieblingspflanze. Ich überlege gerade, wo ich das angefangen normalerweise. Normalerweise mit dem... Nicht mit dem Kaffee auf jeden Fall, sondern oben. Ob es nicht sogar mit der Lieblingsblume angefangen hat.
Aber ohne Pestizide kannst du den ganzen Spaß halt knicken. Ich brauche unbedingt die Erde, bevor ich das mache. Verdammt, das ist... Es ist halt immer so ein dämliches Gedreh hier. Und so knapp bemessen für die 6 Jokes, die über, über das ganze Haus verteilt sind, ist es auch im restlichen Spiel nicht mehr. Schauen wir mal, wie sauber das Inventar ist. So, jetzt hurry up. Das Bittere ist halt, er stellt jetzt gerade eben nur die Kanne ab und geht dann sofort runter wieder. Und das kostet mir so immens viel Zeit. Weil ich da eben warten muss, bis er durch ist. Und ich muss da wirklich hochsprinten schon fast. Natürlich wieder total verpennt, scheiße. Ich muss unterm Bett sein, bevor er wieder oben ist. Mal schauen. Jetzt gib Gas. Geh und mach dir deinen Kaffee. Boah, der braucht zu lange, das ist. Wenn ihr Geduldspiel sucht, seid ihr übrigens auch richtig. Und jetzt hat eigentlich im Wohnzimmer die Banane liegen oder im Vorzimmer, je nachdem. Aber pfeif drauf, 100%, wie gesagt, kriege ich sowieso bei den seltensten Dingen hin. Klatsch! Ja, dann hurry mal ab da. Was macht das jetzt wieder den Kaffee? Ich hab das echt vergeigt hier, oder? Okay, einmal nur diese verdammte Pflanze, damit ihr es seht. Das reicht zwar.